Heidiho, liebe Leute, willkommen zu einer neuen Folge Ni No Kuni 2. In der letzten Folge habe ich hier in der Bergrotte eine Hexe, Schrägstrich, vom guten Weg abgekommene Fee geplättet. Die Stimme von einem Sänger zurückgeholt. Das ist eine Nebenquest von mir. Den kann ich umgehen, dann mache ich das. Jetzt gehe ich zurück zum Schiff und werde dem Auftraggeber seine Stimme, beziehungsweise gucken, ob ich die Quest erfüllt habe und er seine Stimme zurück hat. Dann werde ich wahrscheinlich auch irgendeine Belohnung kriegen und ich linse so ein bisschen darauf, dass der sich als Talent für mich zur Verfügung stellt. Aber schwuppdiwupp sind wir schon im ersten Kampf wieder. Ja, wir werden ja nicht fürs Labern bezahlt hier, ne? Autsch. Weggesnipert den Vogel. Frage ist halt, ob ich da vorne in die Grotte nochmal gehe. Und mir die mal gebe. Da kommen jetzt etwas stärkere Gegner scheinbar. Ihn noch. Den Piepmatz, sondern. Ah ne, er auch noch hier. Er, sie, was auch immer. Blub, blub. Okay, er auch noch. Es gibt kein Entkommen. I am counting on you all. Geh mal rein in den Schrein. Einfach mal gucken, ob keiner guckt. Bisschen EP holen. Oder halt komplett drauf gehen. Wir werden es erleben. Ausgewichen. Was war das denn, ey? Und ich schleiche mich jetzt mal von hinten hier ran, ey. Oh. Okay, da hat der mit gerechnet. Hey, weg, weg, weg. Easy. Easy peasy lemon squeezy. Ey, da ist aber. Da kommt wieder irgend so ein Monster. Die können wir speichern und uns aufladen. Oh je, wenn ich die Tür da hinten schon sehe. Bin ich ja jetzt nicht hergekommen, oder? Mein Gott, lass mich doch. Lass mich doch auch speichern, so.
Wenn ich die Tür sehe, da weckt bei mir direkt schon böse Erinnerungen, muss ich sagen. Da könnte wieder dieses komische, ich nenne es mal Rätsel, kommen. Aber naja. Wie stark ist der denn so? 31, let's go! I am counting on you all. Der ist ja Schmutz-Aqua, oder was? Jetzt hatte ich schon ziemlich viel abbekommen. Frage, ob ich nicht einfach nur Fernangriffe machen kann. Und das ist gar nicht drauf da. Ist noch ein zweiter? Kann ich eigentlich auch wieder hochheilen? Nee. Dann heile ich ihn. Und mit dem heile ich ihn, damit das noch irgendwie was wird hier. Komm mal drauf. Kommt überraschend wenig Gegenwehr gerade. So, dann nehmen wir nochmal hier was. So, nochmal heile, heile machen. So. Oh, er auch da unten. Ich glaube, sonst wird das schwer. Oh, das war jetzt. Jetzt hab ich ganz verschwendet. Mist. Okay. Jetzt wird langsam echt eng. Okay, das war's. Das war's. Das lief jetzt nicht so gut. Aber ich habe auch keinen Bock jetzt nochmal, ey. Es war jetzt irgendwie hohl, dass ich wieder rausgegangen bin. Ich kann ja einfach hier vom letzten Speicherpunkt dann da weggehen, das mache ich jetzt auch. Da muss ich den Kampf jetzt nochmal durchstehen oder was? Aber das ist so nervig an diesem Spiel.
Okay. Ich glaube, raus geht's hier. Nee, ich breche das Ganze ab. Keine Lust jetzt hier so viel Zeit in dieser, in diesem Dungeon hier zu verbringen. Und ich habe jetzt auch keine Lust, dreimal zu versuchen, da dieses Monster da zu besiegen. Auch wenn es dann ein Level Up gibt. Ich werde jetzt schön einen Schuh machen. Mich runternehme. Ah doch. Und jetzt schön zum Schiff gehen. Beziehungsweise. Stimmt, da war ja noch eine Kiste, die hatte ich. Also eine Truhe. Ah, da werde ich hier nochmal ihn hier wegballern müssen. Ganz easy. So, und dann hier drauf und da lang. Dann nehmen wir nämlich die Truhe noch mit. Davon gab es einige hier auf der Insel. Dann werde ich jetzt hier einen Schuh machen. Und wieder schön zurückjuckeln. Wobei mich eine Sache gerade wundert, warum muss ich nicht mehr für die Nebenquest hierhin zurück? Ist sie jetzt schon erfüllt? Warte mal, wo sind denn diese? Hier im Tagebuch wahrscheinlich, ne? Da, die verlorene Stimme. Okay, ist jetzt wieder. Ach so, der hat die irgendwie abgewählt. Jetzt ist er wieder angewählt, aber ich sehe gerade, hier vorne ist auch irgendwas. Ausrufezeichen. Ist das einfach nur das Schiff oder was? Das ist er das. Er ist das. Okay, den quatschen wir gleich an. Ich werde jetzt erstmal gucken, dass ich diese Nebenquest abschließe. Und dann bin ich gespannt, ob ich den Typen als Talent gewinnen kann. Den Sänger. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr cool. Thanks very much. König Evan, Cecilius, vielen Dank für eure Hilfe. Endlich habe ich meine Stimme wieder. Wie schön, Barbois. Wir freuen uns für dich. Ich kann euch gar nicht genug danken. Ich dachte, ich würde nie wieder singen können. If I may be so bold. Ich will nicht unhöflich sein, aber was war eigentlich zwischen euch und dieser Hexe vorgefallen, wenn ich fragen darf? Wahrscheinlich die Ex, so. Ich bin ihr vor langer Zeit in dieser Grotte begegnet. Sie schien meinen Gesang zu genießen. Und auch wenn ich wusste, dass sie ein Monster war, wollte ich sie ein wenig mit meiner Stimme erheitern. Natürlich konnte ich nicht für immer bleiben, also wollte ich mich einige Zeit später wieder auf den Weg zurückmachen. Doch als sie bemerkte, dass ich gehen wollte, verfiel sie in eine Rage ohnegleichen. Sie sagte, wenn ich sie verließe, würde sie mich töten und dass ich für immer für sie singen sollte. Ich wurde panisch und rannte aus der Grotte. Als ich draußen war, bemerkte ich, dass ich nicht mehr sprechen konnte. Sie hatte mir meine Stimme gestohlen. Das letzte, was ich hörte, war ihre weinende Stimme, die sagte, ich solle nie wiederkommen. Ich frage mich bis heute, warum sie mich nicht getötet hat. Jedenfalls war ich so verzweifelt über den Verlust meiner Stimme, dass ich mich nicht mehr unter Leute getraut habe. Wer braucht schon einen Sänger, der nicht singen kann? Das muss furchtbar gewesen sein. Deswegen seid ihr also so plötzlich von der Bildfläche verschwunden. Ja, doch als ihr kamt und dieses Land verändert habt, habe ich wieder neuen Mut gefasst und mich nach draußen getraut. Ich danke euch von ganzem Herzen. Ich
Danke, meint er wohl. Wenn es irgendetwas gibt, das ich für euch tun kann, sagt es mir bitte. Es würde mich sehr freuen, wenn du nach Minneapolis ziehen würdest. Yes! Das ist das neue Königreich, das ich gegründet habe. Thanks. Das Angebot nehme ich mit Freuden an. Danke, Evan. Ich werde Minneapolis mit Musik erfüllen. Ich will so viel singen wie noch nie in meinem Leben. Mm. Ich freue mich schon sehr darauf, Barboys. Hopp. Barboys folgt dir nach Minneapolis. Ah, super. Okay, dann habe ich von den Vieren, die ich noch brauche, habe ich dann einen, also drei und... habe ich einen und brauche noch drei, so. Okay, quatsch mal einfach die nächste an. Es ist wirklich wunderbar, all die strahlenden Gesichter in der Stadt zu sehen. Okay. Die bringt uns nicht weiter, was mit ihr? Meine Enkelin meint, sie würde auch gern fremde Länder bereisen, aber sie ist noch zu jung und sie läuft sich sogar in unserem Vorgarten. Wer läuft sich, meinte die, ja. Hm, hier kann man nur schlafen. Da hinten steht noch irgendwer. Was ist da mit ihm? Das Wasser glitzert wie ein Juwel, wenn sich die Sonnenstrahlen daran spiegeln. Ja, warte mal, ich glaube, man kann diese Questgeber wahrscheinlich erkennen durch diese Ausrufezeichen, ne? Dann steht nämlich noch einer am Pier da hinten, aber ich wollte mal eben gucken, dass ich noch Waffen verkaufe. Ah, und Heilgegenstände verkaufen sollte ich. Jetzt sind hier plötzlich schon wieder solche Schwerter. Da muss ich erstmal eben gucken. Ob es hier nicht Sachen gibt. Da oben sehe ich nämlich Sachen. Kann sie zum Beispiel bekommen. So, irgendwie so ein Schützenring. Fernangriff bei niedrigen LP. Nö, nö, nö. So, er konnte zum Beispiel diese Rüstung dann kriegen. Der hat noch gar nichts. Hat er überhaupt eine Fernangriffswaffe? Stab des Wissens, okay. Dann kriegt er den. So, Schwerter, da gibt's nicht. Uff, Alter. Wo habe ich das denn herbekommen? Ja, leck mich doch am Arsch. Das ist mein Schwert. So, warte. Und dann gehen wir nicht direkt zu ihm hier. Er kriegt dann nämlich als erstes das zweitbeste. Kann als zweites das haben. Da gibt es keine bessere. Das sieht auch alles gut aus. So,
Genau. Und dann kriegt er nämlich das. Dann haben die immer abwechselnd so Wörter vergeben. Da haben wir noch einen Rassenstab, den er haben kann. Die hat Bogen. Er hat noch Stab und da hat er einen besseren Stab. So, dann haben wir da jetzt so für jeden was Gutes getan hier. Ja, okay. Good day. Was könnte man denn hier jetzt so loswerden? Dinge, die ich nicht vergeben habe. Okay, das geht nicht. Da kann man noch einiges an Kohle mitmachen. Money, money, money. So. Materialien, nö, das behalte ich alles. Wunderbar. Und dann möchte ich noch Sachen kaufen. Ja, gut. Ist halt Waffenhändler. Was anderes hat er nicht, aber ich glaube, hier unten ist doch so ein Stand, ne? Genau. Hier nicht. Ja. Welcome. What will it be? Please come again. Ist auch nicht so ganz das, was ich suche. Ein Stück weiter runter, linke Hand hier. Denn hier Heilgegenstände? Ah, ja. Gib direkt mal 20 her. Dann nehme ich noch einen, dann habe ich nämlich 25. Dann nehme ich hier noch so stärkeres Heilgedönse. Warte mal, ich habe so viel Kohle. So. See you. Dann haben wir das. So, und dann sehe ich nämlich hier zum Beispiel so ein Typi mit einem Ausrufezeichen. Ich denke, da kann ich mir noch so eine Nebenquest dann holen. Denke ich. Vermute ich. Werde ich rausfinden. Aber nicht mehr in dieser Folge. Denn die hat schon wieder ihr zeitliches Ende erreicht. Ich sage danke fürs Zuschauen. Seid gern beim nächsten Mal wieder mit dabei. Dann schauen wir, wie wir unsere 20 Talente, die ich brauche, um mit der Hauptquest weiterzukommen. Also insgesamt 20 Typis, die irgendwie, die ich mit nach Minneapolis nehmen kann, die da meine Stadt verstärken und Spezialisten in irgendwelchen Werkstätten und so weiter sind. Ja, mal gucken, wie wir die zusammenbekommen. Vielleicht steht der nächste vor uns. Wir werden es herausfinden in der nächsten Folge.
Also, bis dahin.